Zum Mittagessen gab es mir heute mal wieder ein Veggie-Schnitzel mit Kartoffel- und Gurkensalat. Dafür habe ich erstmal die Kartoffeln aufgestellt. Wie immer sprühe ich da ein bisschen Öl rein, damit wir die nicht überkochen. Danach habe ich die abkühlen lassen und dann geht's los, dass ich die alle erstmal gepellt habe. Ich hatte jetzt heute nur noch Drillinge zu Hause, deswegen war das eine ganz schöne Fusselarbeit, weil die Kartoffeln natürlich relativ klein waren. Also nehmt lieber größere Kartoffeln. Und am besten eignen sich für den Kartoffelsalat auch immer festkochende Kartoffeln. Dann habe ich die einfach in Scheiben geschnitten. Das muss nicht sonderlich ordentlich sein. Ihr könnt dafür zum Beispiel auch so einen Eierschneider oder irgendwie sowas benutzen. Dann kommen da Salz und Pfeffer rein, genauso wie noch ein bisschen Zwiebelsalz, ein bisschen Brühpulver. Und dann wird das aufgegossen mit Essig, 10 ml Öl und ein bisschen heißem Wasser. Das Ganze rühre ich dann nochmal durch und zermatsche das dann nochmal auch schön, damit eben das so richtig schön breiig sämig wird. Und dann geht der auch nochmal in den Kühlschrank, um ordentlich durchzukühlen. Als Schnitzel habe ich hier heute wieder das vegetarische Schnitzel von Valais genommen. Das wird einfach ein bisschen angebraten. Dazu gab es noch einen Gurkensalat und das habe ich mir dann schmecken lassen.